In economics, when you're thinking about designing experiments, showing that something exists is many times challenging, but showing why it exists even more challenging. It has, by definition, to be something subtler, right? Because now we're trying to get at the mechanics of something. Und die Mechanismen hinter dem Phänomen Gruppendruck waren der zentrale Inhalt der Keynote von Leonardo Burstyn. Wie beeinflusst die Beurteilung durch die eigene soziale Gruppe die Leistungsbereitschaft von Jugendlichen? Und können kulturelle Rahmenbedingungen Schüler dazu bringen, das Maß ihres Engagements hinauf oder hinunter zu nivellieren? Turns out that many things you do in school are observable by others. If you raise your hand to answer a question, your classmates are going to notice. If you answer it well, they're going to think something about you. So when effort or investment is observable to peers, students may act to avoid social penalties or gain social favor by conforming to prevailing norms in their peer group. Okay? If there's a norm that working hard in school is uncool, you might, you know, try to avoid it in the hopes of fitting in with your peer group. Die Herausforderungen für die Zukunft liegen sicherlich auch im Bereich des Fachs Mathematik. Also Mathematik ist ja im MINT-Bereich quasi die Basis, das Fundament oder viele sagen auch die Sprache der Technik. Und hier ist es sicherlich ganz besonders notwendig, dass wir uns die Schnittstelle zum tertiären Bereich noch einmal genauer anschauen und haben hier schon konkrete Pläne, wie wir gemeinsam mit den Universitäten eine Studierfähigkeit oder einen besseren Übertritt definieren können. Wo kann die Verhaltensökonomie einen konkreten Input leisten? In meiner beruflichen Praxis haben wir einmal die Top 100 eines Unternehmens untersucht. Wir haben sie untersucht nach zwei Kriterien, nämlich nach den Values und nach den Competences. Jetzt will man sagen, Competence ist doch messbar, nicht? Natürlich ist das messbar, aber bei den Values ist es schon wahnsinnig schwierig. Welche Werte brauche ich von Mitarbeitern in den nächsten 10 Jahren zum Beispiel? Und das ist Verhaltensökonomie. Und welches Ergebnis seiner Studien hat Leonardo Burstyn am meisten überrascht? So it's important to learn, one, culture, peer pressure can actually really affect important decisions in school, and that's something that people typically ignore in rational standard economic models. Well, it turns out that there are other things that are happening right now that sometimes are very important in kids' minds. How are they going to be judged by their peers? Are they going to appreciate it? Are they going to disapprove it? Those things seem to matter to a large extent. So that's first lesson. Okay, peer pressure matters and can actually negatively affect important decisions. Second, well, it's important to understand the mechanisms because sometimes very similar effects can be explained by very different reasons. And if you don't have a solid understanding of that, you're not going to be able to formulate the appropriate policy to deal with the problem. And as we see, it's an important problem.